jetzt unser erstes Servlet erstellen, klassisch ein Hello World Servlet. Bevor wir damit loslegen, nochmal kurz die Vorarbeiten rekapituliert. Die erste Vorarbeit war, ein JDK herunterzuladen und zu installieren. Das haben wir für die vorigen Aufgaben schon gebraucht. Zweite Vorarbeit war, ein Eclipse herunterzuladen und zu installieren. Das brauchen Sie nicht weiter installieren als nur auspacken. Das haben wir einfach ausgepackt und gestartet. Das dritte war, dass Sie einen Apache Tomcat herunterladen und diesen einfach auspacken. Ich habe den auch bei mir einfach unterhalb meines Download-Verzeichnisses ausgepackt. Und in diesem Verzeichnis kommen dann die ausführbaren Dateien von Tomcat zum Liegen. Wenn Sie das annehmen, einfach in einem Unterverzeichnis des Download-Verzeichnisses. Und das können Sie jetzt einbinden, indem Sie in Eclipse über Window, Show View, die Server View auswählen. Wenn sie hier in der Liste nicht drinsteht, wählen Sie Other und dann hier den Eintrag Server und darunter Servers. Wenn Sie die öffnen, dann sehen Sie, dass Sie hier unten im Konsolenbereich einen neuen Tab haben, den Sie jetzt sehen. Und dort müssen Sie einen Tomcat-Server anlegen. Bei mir ist der jetzt hier schon vorhanden. Sie erreichen das über den Rechtsklick und diesen Assistenten New Server. Wenn Sie den auswählen, dann können Sie hier oben drin entweder einen Filtertext eintippen oder den Apache Tomcat aus der Liste einfach auswählen. Der wird Ihnen standardmäßig auch für Localhost, also für Ihren Rechner, so angeboten. Und im Zweifel müssen Sie dann hier diese Server Runtime einmal heraussuchen und in die Eigenschaften gehen und dort das passende Verzeichnis auswählen, in das Sie Tomcat ausgepackt haben. Der wird Ihnen auch den Akzeptieren-Button erst anbieten, wenn Sie wirklich das passende Tomcat-Verzeichnis ausgewählt haben, wohin Sie den ausgepackt hatten. Danach können Sie auf Finish klicken und bekommen einen passenden Apache Tomcat, so wie der dann hier unten bei mir auch in dieser Server-View drin liegt. Wenn wir soweit sind, dann können wir jetzt, wie auf den Folien zu sehen, ein neues Dynamic Web Project starten. Das machen wir über diesen Project-Assistenten. Hier wählen wir jetzt Dynamic Web Project aus und können im Anschluss dann die wesentlichen Projekteinstellungen vornehmen. Was Sie hier sehen, ist, dass er das Apache Tomcat als Runtime auch sofort erkannt hat. Wenn Sie also hier nur eine Server-Runtime eingebunden haben, die passt, und nicht noch andere weitere Server, die das ausführen könnten, dann bietet er Ihnen gleich das Passende hier an, mit der passend neuesten Dynamic Web Module Version. Das ist der Standard dafür, um Servlets hier in dem Tomcat laufen zu lassen. Und dann können wir jetzt uns ein neues Projekt definieren. Nennen wir es einfach mal Hello World Servlet. Gehen wir hier auf Next. Das Source-Verzeichnis können wir einfach so lassen. Und wir können ihm auch noch sagen, er soll mal eine WebXML-Datei mit herausgenerieren. Ob dort jetzt schon viel drin steht, ist egal. Wir haben dann einfach ein normales Gerüst. Anschließend wählen wir Finish und kommen zu unserem Projekt. Und innerhalb dieses Projekts, da können wir dann die erste Klasse anlegen für unser Hello World Servlet. Hier einfach in der Perspektive, in der ich bin. Es gibt da noch weitere Eclipse-Fensteranordnungen, die Eclipse Perspektive nennt. Das trifft uns jetzt hier nicht. Jetzt wählen wir hier New Class. Wählen einen sinnvollen Package-Namen. Servlet, und hier jetzt müsste eben diese Servlet-Klasse rein, die ich schon genannt hatte, dass Sie unter Java X etwas finden. Das wäre das HTTP-Servlet. Das können wir jetzt einfach von hier nehmen. Wir brauchen jetzt hier keine Main-Klasse, denn der Tomcat bindet ja unser Servlet ein und startet es genau dann, wenn ein Request an den passenden URI kommt. Das heißt, dieses Servlet hier braucht keine Main-Klasse, sondern muss nur die Standardmethoden überschreiben, die hier aus dieser
HTTP-Servlet-Basisklasse kommen. Wenn wir das jetzt so übernehmen, dann gibt es hier gleich die erste Beschwerde, dass unsere Klasse nicht serializable ist. Dafür können wir einfach wieder, ähnlich wie bei RMI, eine Serial Version UID generieren. Diesen Leerkommentar hier, den werfen wir dann noch weg. Und jetzt kommen die eigentlichen Methoden, die diese Servlet-Klasse ausmachen. Wir fangen hier bei dem Hello World mit einem simplen Override für das DoGet an. DoGet ist eine Public Void Methode, die gibt also selber nichts zurück. Sie soll auf einen Get Request reagieren und wir haben dann hier eine HTTP Servlet Request. Und eine HTTP Servlet Response. Und in diese Response schreiben Sie tatsächlich Ihre Antwort hinein. Also hier überschreiben Sie wirklich den Parameter, was sonst nicht so üblich ist. Jetzt müssen wir diese beiden Klassen hier jeweils noch mit Steuerung 1 importieren, weil sie uns noch fehlen. Die liegen eben auch in Java X Servlet HTTP. Jetzt kennt er die beiden und jetzt können wir uns hier bedienen. Wir werden das Request hier bei dem Hello World nicht weiter auswerten. Und dafür müssen wir aber jetzt bei dieser Response unseren Content Type setzen, also jetzt sagen, welche Art von Content wir denn liefern. Dazu muss man sich diese Content Types einmal anschauen, welche es dort alles gibt. Und wir fangen jetzt mal ganz am einfachsten wirklich mit Text Plain an und gehen her und müssen jetzt auf diese Response etwas schreiben. Das heißt, dafür brauchen wir wieder einen Print Writer. Das ist sehr ähnlich zu dem, was wir in Sockets hatten. Nur, dass Sie in dem Fall von dieser mächtigeren Schnittstelle das Ganze direkt holen können. Da bekommen Sie von dieser Response direkt diesen Writer als Print Writer. Jetzt müssen wir den Print Writer auch noch importieren. Und können jetzt hier in diesen Writer hineinschreiben. Mit einem simplen Printeln. Erstmal in der einfachsten Variante und sind damit fertig, fast fertig, denn hier kann noch eine Exception fliegen. Das heißt, wir werfen diese einfach raus momentan erstmal. Das ist natürlich für größere Servlets jetzt nicht die feine englische Ader, sollte man es abfangen und in eine vernünftige Response verpacken. Das überlasse ich dann Ihnen, wenn Sie ausführlichere Übungen bauen, sowas zu machen. Was wir jetzt noch müssen, ist, wir müssen ihm noch sagen, an welchem URI soll denn dieses Servlet lauschen. Und dafür gibt es eine Annotation at WebServlet. Es sind ja viele neuere Standards in Java kommen als Annotationen. Hier können wir noch eine Description mitgeben. Und jetzt brauchen wir mit Komma getrennt diese Parameter der Annotation URL Patterns. Sie könnten hier mehrere Patterns angeben, wir beschränken uns hier auf nur eins. Jetzt müssen wir diese Annotation auch noch importieren. So, das wäre unser erstes Hello World Servlet. Was wird sich ändern, wenn wir das ein bisschen ausbauen? Wir würden hier zum Beispiel dann den Content Type ersetzen und würden Text HTML einsetzen. Dann müssen Sie aber hier im Printeln wirklich echtes HTML herausschreiben. Aber zunächst einmal hätten Sie hier ein Servlet.
Dieses Servlet müssen Sie jetzt auf den Tomcat-Server bringen. Ich habe Ihnen gesagt, Eclipse kann das mehr oder minder automatisch. Dafür gibt es jetzt zwei Wege. Das eine ist, dass Sie hier oben sagen Run as und dann Run on Server. Denn dieses Servlet müssen Sie auf einen Server bringen. Und die zweite Variante wäre, dass Sie bei dem Tomcat hier unten, ich zeige das auch mal zum Vergleich, dass Sie hier Add and Remove auswählen können aus dem Kontextmenü. Und dann sehen Sie ganz bequem alle Projekte, die irgendetwas liefern, und Sie können hier ganz bequem adden und das dem Tomcat-Server hinzufügen. Gehen wir also hier einfach über diesen Standardweg Run as und dann aber Run on Server. Jetzt müssen wir das Servlet wieder anwählen, sonst weiß er das nicht mehr, dass wir dieses Servlet laufen lassen möchten. Run as, Run on Server und starten unser Servlet. Jetzt werden Sie sehen, die Änderung speichern wir natürlich. Jetzt werden Sie sehen, dass wir in dem Tomcat unten gleich Statusmeldungen sehen. Ja, jetzt müsste eigentlich den Localhost direkt nehmen. Da kommt normalerweise kein großartiger Bildschirm, sondern er führt es direkt dort aus, weil er den einen hat. Vielleicht ist er jetzt irritiert, weil ich mit Ihnen angefangen hatte, noch einen zweiten zu versuchen anzulegen. Also hier kommen einige rote Statusmeldungen. Das braucht Sie nicht weiter kümmern. Sie können die in der Konsole nochmal nachschauen. Wenn es wirklich einen Fehler gäbe, dann sehen Sie das hier. Aber auch die normalen Meldungen, die laufen hier in Rot durch. Sehen Sie hier dann Server Startup in 2088 Millisekunden. Und jetzt sehen Sie, jetzt hat mein Eclipse gleich mal einen internen Browser geöffnet, wo es auf Localhost, denn der Tomcat läuft ja dort, diesen Port 8080 geöffnet hat. Der Tomcat läuft standardmäßig auf diesem Port 8080 und hat dort das Hello World Servlet Projekt genommen. Das ist also mein Projektname, der erste Teil des Pfades immer. Und der zweite Teil des Pfades ist jetzt genau wieder Hello World Servlet. Hätte ich vielleicht auch etwas eindeutiger wählen können, diese Bezeichnung. Dieser zweite Teil des Pfades ist genau das, was wir hier als URL Pattern angegeben haben. Also der Tomcat bekommt das vom Eclipse so gereicht, dass das Eclipse immer den Projektnamen als Identifikator nimmt, sodass ein jeweiliges URL-Pattern nur innerhalb eines Eclipse-Projekts eindeutig sein muss und diesen Projektnamen vorne hinstellt und hinten hinstellt, dann genau dieses URL-Pattern, was Sie hier in den Parametern dieses Web-Servlets angegeben haben. Und damit haben wir unser erstes Hello World-Servlet erfolgreich laufen lassen. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir hier einfach mal Text-HTML einsetzen als Typ und dann eine vollwertige HTML-Response hier herausschreiben.